So, da bin ich wieder. Ich hab's gefunden, das Dungeon. Und jetzt gehen wir mal rein. Und da ist es. Oh, ein Speer mit Ritter. Hier hoch. Ich dachte schon, der kommt da nicht ran. Ich guck mal die Stellen ab. Daran erkenne ich, wenn er durchfällt. Oh, springe ich denn an den rein? Alter. Hep. Ein Gargoyle. Och nö, komm. Du gehst mir aber richtig auf den Sack. Ich kann dich nicht ab. Nein. Oh, das tut einfach nur weh. Wir gehen mal hier rüber. Mal wissen, ob hier was ist, was ich gebrauchen kann. Nee, hier ist gar nichts. Jetzt habe ich hier voll die Frame-Einbrüche. Mal gucken, ob ich sie finde in dem Dungeon. Simon kann echt vollwärts springen. Stell ich gerade fest. Ne, hier ist es nicht. Oh Gott, nee, ey, ich hasse mich gerade. Oh Gott, Alter. Er schlägt das neu. Mhm. Wo könnte seine Rippe sein? Frage ich mich hier. Achso, brauchte ich den Kristall der Wahrheit, um das überhaupt hier rankommen? Weil es ist ja schon so interessant. Gehen wir mal nach oben. Oh, nee. Nee, 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 nee. Da sind Stacheln. Oh, Großherz. Alter. Der hat aber auch eine Schussreichweite. Komm, scheiß Gargoyle. Ist hier hoch? Ach du Scheiße. Oh, was haben wir denn da? Ein Symbol of Evil Will. Ah ja, genau, das habe ich gesucht. Gut, sehr schön.
Ah, ich bin mal ein Stück weiter im Spiel, ist das gut. Ja. Push mal das in Energie. Sonst habe ich ja keins mehr. Ein bisschen scheiße. Nun haben wir jetzt dieses Buch endlich. Ja, war klar. Ich hab's noch, ey, ein Glück. Müssen wir das normal holen? Nee, müssen wir nicht. Haben wir ja. Dahin treffen. Und zwei Skelette, haut ab. Wenn er durchfällt, dann weiß ich, dass dann noch was. Nein, und er fällt dadurch. Ah, oh, ich hätte es wissen müssen. Fuck. Woher soll man das wissen, dass da ein Loch ist? Wie finde ich das sehr fies? Nicht nur fies, sondern ziemlich trickreich. Deshalb machen wir das jetzt mal auf die Art. Er kommt da nicht rüber, willst du mich verarschen? Wie soll das denn gehen? Hä? Na jetzt. Ich hab's geschafft, danke. Da unten ist eine Händlerin? Warum? Na, bin ich ja mal gespannt. Wie viel habe ich denn? Ja, okay. Müsste ausreichen. Wirf deine Kackknochen, dankeschön. Ja, renn noch darin, Simon. Wunderbar. Ich guck mal, was hier drüben ist. Nee, hier ist nix. Schade.
Ja, warum ich generell Castlevania einfach angefangen habe, aus dem Grund. Ich habe einfach mal Lust auf so eine Reihe bekommen. Ich merke auch, dass das Spiel echt Spaß macht. Ich kann es auch. Ja, ich kann das Spiel. Bisher? Ja, komm. Aber das auch. Das auch. Cool. Ich hab's einfach gefunden, Mann, ey. Ich bin gut. Lob mich, dass ich gut bin. Ich hab's von allein rausgefunden, ohne nachzugucken. Und ich spiele das blind. Muss man sich mal vorstellen. Nee, ich muss ja da runter. Dieser komische Tropfen. Alter, ich hasse dich einfach. Weißt du was? Ekelhafter Dreckstropfen. Noch so eins, was? Was sind das für Bücher? So finde ich die hier. Okay. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Nee. Wisst ihr es? Schreibt's mal rein. Ich glaube, mir fehlt noch ein Buch. Oh, wieso fährt er da durch? Fies. Er ist einfach durchgefallen. Ah, ich muss hier nicht hin. Und ist hier. Ah, da ist das, was ich suche. You know prisons, Dracula's Rip. Ah, ich hab's in der Rippe. Sehr gut. Na, dann würde ich auch sagen, wir hören an dieser Stelle voll auf. Wir haben echt eine Menge geschafft, ein paar neue Waffen-Items bekommen, haben jetzt noch ein paar Gegenstände mehr und in der nächsten Aufnahme geht es dann daran, die letzten Gegenstände zu suchen und dann, ja, werde ich Dracula stürzen und dann ist das Spiel geschafft. Das machen wir dann aber wahrscheinlich morgen ein bisschen weiter. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen bisher, würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt, ein Abo und eure Meinung.